Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Und wie versprochen, fangen wir von vorne an. Und da ist wieder der Crazy Freak am Start. Hallo. Und ein neuer Mitspieler, und zwar der Snoopy. Hallihallöchen. Den dürftet ihr eigentlich gar nicht so großartig kennen. Na, Video, sein Kanal ist natürlich unten in der Videobeschreibung, sowie auch Crazys Kanal. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Natürlich, so macht man das halt eben. Und ja, wir sind gleich am Anfang so gespawnt. Also wir sind gleich nebeneinander gespawnt, brauchten uns nicht großartig suchen. Da würde ich sagen, ja, wir gehen heute diesmal das ganze Spiel ein bisschen anders an. Nicht so dämlich wie das letzte Mal. Und auf jeden Fall machen wir rechts das Tutorial natürlich trotzdem mit. Ne? Dass wir das... Erstmal muss der Snoopy das komplette Anfänger. Ja, also ich muss sagen... Ja, du musst auf jeden Fall erstmal hier Sträucher kaputt machen, weil die brauchst du. Ja, wenn ich da mal zu komme, ne? Nee, einfach also ich bin ja Consolero-mäßig gar nicht dran und komplett Anfänger und ja, muss mich noch ein bisschen in die Steuerung reinfuchsen und so. Oh. Wir kennen uns ein bisschen mehr aus, da können wir dir ja helfen, wenn irgendwas ist. Bewege dich. So, also einfach draufkloppen hier auf die Grashalme und dann sammelst du die automatisch ein. Aber hier diese Agaven einsammeln, die sind nämlich gut für Heilsachen. Hier rum. Ja, das sind so stachelige Pflanzen. Ich kenne Agaven-Dicksaft. Onkel hat schon das Vogelnest mitgenommen. Ah, nee, Aloe Vera meine ich. Nicht Agaven. Achso, okay. Das ist Yucca-Pflanze, die brauchen wir bestimmt auch noch. Nein, bei mir heißt das immer noch Alde. Wie schlag ich die Dinger denn? Jo, ich schlage. Erzfrei. Ey, das ist doch nee. So, also wir haben auf jeden Fall, haben wir diesmal geplant. Wir werden diesmal nicht irgendwo ein Haus bauen, sondern wir werden uns ein Haus suchen und das dann übernehmen. Aber dazu müssten wir eigentlich auch vielleicht irgendwann mal loslaufen. Bräuchte mal einen Stein. Ich bin noch am Sammeln. Moment, was brauche ich hier überhaupt noch? Ich brauche nur zwei. Kann man ja auf dem Weg sammeln, die Kacke. Ich brauche einen Stein. Klein. Bist du groß? Da ist ein Kaktus. Wenn ich den schlage, habe ich Stacheln in der Finger. Okay, welche Richtung? Ah, tatsächlich geil! Okay, welche Richtung laufen wir denn? Norden? Da können wir laufen einfach nach Norden. Okay. Also, ich glaube, ich habe einen kleinen Stein gefunden. Ja. Yeah. Ich laufe euch einfach mal nach. Mit auch einen Stein. Ich hoffe, ich schlag keinen von euch. Und so Nester und sowas immer looten, weil die Federn und Eier, die Eier kann man essen, die drin sind, die Federn kann man dann später für Pfeile benutzen. Ja, und die Aloe Vera Creme auch nicht vergessen. Genau, die kann man alles nehmen. Alles, was du mitnehmen kannst, kannst du... Nicht rennen, ich kann das nicht, nein. Du brauchst nur einmal drücken und danach rennst du halt. Really? Ich drück die ganze Zeit und renne und das... Du rennst doch gerade. Ja, nee, krumm. Was? Ich renn krumm. Ich kann nicht gerade laufen. Das ist der Krummrenner. Genau. Geschweige denn... Ja, triffst du das Ding mal? Nein, gut, leck mich. Ich brauche einen schwulen Stein. Du brauchst einen Stein? Den Stein der Weisen? Ich brauche einen schwulen Stein. Ach, das ist eine Autobahn. Ich dachte gerade wie Wasser. Was? Hast du das gefunden? Ah, geil. Okay, ja, wenn wir eine Straße haben, dann laufen wir natürlich die Straße entlang, ne? Ja. Und irgendwo wird sich dann schon was finden. Was habe ich denn hier gefunden? Gucken wir doch mal da Snoopy rein. Okay, Snoopy hat den Weg schon bestimmt. Dann laufen wir da. Ich habe Angelblei gefunden. Na toll, super Auto. Ich hab einen Stein. Autos sind immer gut, weil... Ja, da ist ja, nichts mehr drin. Doch. Wenn du was zum Hauen hast, dann ist da immer Eisen drin. In dem Auto gerade nicht. Na, da drin ist Benzin, wenn du da haust. Ja, da ist ein Benzinganister drin. Und so, also meine Steinachs habe ich schon mal gebaut. Das ist schon kann mal. Ja das Auto ich habe keinen hauen. Stein, ich habe nur einen. Ich weiß nur nicht, wer sich mehr wehtut, das Auto oder ich. Wo seid ihr? Ach, ihr steht ja hinter mir. Hallo. Ich brauche noch einen Stein, ich habe nur einen. Ja, ich habe noch gar keinen Stein. Du musst immer auf den Boden gucken. Mit der Fackel zu? Der hat eine Axt. Der Sack hat eine Axt. Ja, er hat schon seine zwei Steine zusammen. Ich kann ja gerne mal, warte mal, ich kann ja mal gucken, ob hier noch irgendwo... Guck mal, noch Stein, so ist es ja nicht. Huch. Ja, das Problem ist bei dem Spiel immer noch, es laggt. Ja. Selbst auch so... PS4, wollte ich sagen. Daran liegt es nicht. Das liegt nicht an der Konsole, das liegt einfach am Spiel. Ja, ich wollte ja sagen, das liegt nicht an der Konsole, das liegt am Spiel, aber vergiss es. Ich sag ja, das würde sogar... groß Flecken sehen. Okay, wir haben den ersten... Da hinten ist ein Zombie! Ja.
Und wir begegnen natürlich gleich wieder den Dicksten, der zurzeit rumläuft. Aber warte mal, ich höre schon wieder die Playse nicht. Merke ich gerade mal. Ich hör euch, ich höre meine Oma, aber die Playse nicht. Der Ton ist nicht gerade laut beim Spiel, das sag ich nur. Obwohl, warte mal, jetzt hör ich den Zombie. Mach. Ich sag ja, so laut ist das Spiel nicht. Boom. Klopp, da lag ab. Ja, hier sind nur große Steine, aber keine kleinen Felsbrocken, die du mitnehmen kannst. Wollt ihr auch mal hauen? Dann hau doch. Ja, mach ich ja gerade. Jetzt halte ich ihn auseinander. Toll. Nee, das war Onkel, weil er ihn gelootet hat. Wenn genau, wenn du dann. Wenn aber ich kann die Knochen kaputt hauen. Ja, dann sind die komplett weg. Aber musst du aufpassen, die Fleischstückchen, die du dann einstecken hast, die locken wieder andere Zombies an. Okay, guck mal, wir sind ja am Straßenende angelangt. Was soll ich bauen? Eine Steinaxt, ne? Hm? Was ist das denn bitte für ein Straßenende? So. Einfach so eine Wand. Ja, wie sieht es jetzt aus? Habt ihr jetzt alle eure Axt? Nein. Eine. Habe ich. Ich nicht. Nur wir brauchen noch Steine. Ich brauche noch Steine, ich brauche noch kleiner Stein. Nee, warte mal. Holz gesammelt, 0 und Steinaxt. Ja, gut, das sollte dabei rauskommen. Ja, hier ist zum Beispiel schon ein kleiner Stein, der liegt ja am Straßenrand. Ja. Hey, Moment. Ich drehe mich rechts, da. Ich sehe mich links. Ein Stein, ein Stein. Jo, ich komme. Oh, ist diese Steuerung toll. Ich habe einen Stein gelootet. Yay! Ich bin ein Held. Einen brauchst du noch, oder? Ja, einen brauche ich noch. So. Alle Anfänge sind immer schwer, von daher. Ich hatte auch gerne noch einmal mitzunehmen. Warum? Was los mit dir? Fuck, Onkel. Du spielst doch schon seit 100 Jahren hier Konsole. Also. Ja, damit nichts zu tun, bei dem Spiel ist das ganz schwer. Wieso zum Geier habe ich denn. Ja. Hä? Was hast du denn? Warum habe ich denn jetzt die Mission verkackt? Kann man da, hier oben kann man drauf gehen, ne? Da geht die Straße weiter. Wusstest du das? Ernsthaft? Ja. Ja, das ist doch die Straße. Hier geht die Straße weiter. Oh. Sehr gut. Die hat meinen kleinen Absacker gemacht. Oh, Erdbeben. Oh, ich bin infiziert. Von was? Von wem? Wieso? Von Zombies. Ja, Snoopy, immer schön die Müllsäcke mitnehmen. Ja, ja, ne? Der Unrat muss ja auch mal beseitigt werden. Und wenn du alles da mitnehmen willst, was da drin ist, einfach L3 drücken, dann nimmst du alles mit, was da drin ist. Du brauchst nicht alles einzeln. Ich loote mal das Auto, vielleicht ist noch was unter dem Kofferraum. Ja, das ist tatsächlich was drin. Ja. Was haben wir denn? Leere Dose. Ja, die wird uns bestimmt nützlich sein. Ja, die kannst du du die mit Dreieck anklickst, kannst du die zerlegen und dann hast du Metall. Genau. Mit Dreieck an. Oh Gott. Du gehst auf die Dose, drückst Dreieck. Dann hast du so ein kleines. Dann ins Inventar komme. Viereck. Oder Touchpad. Oh Gott, nee, so ein Kringel-Kringel-Dingel. Kringel-Kringel? Oh. Ja, so wie bei Tomb Raider und so. Charaktere. Es ist halt vom PC 1:1 übernommen, so gesehen. Spieler. Quest. Fertigkeiten. Fertigen, würde ich sagen, oder? Gott, Mami, ich will dich. So, Dreieck. Leere Dose, Dreieck. Passiert ja nichts. So, dann hast du, doch, wenn du einmal Dreieck drauf gedrückt hast, dann hast du oben eine kleine Anzeige. Und dann siehst du, also oben drüber steht dann so, steht da, was du drücken musst zum Zerstören. Oh, mit Fuß drauf treten oder so. Warte, zerstören. Oder zerlegen oder was du da zerlegen nach oben. Zerlegen nach oben. Digipad nach oben. Digipad nach oben. Hä? Digipad nach oben. Nee. Steuerkreuz! Ah! Schrei doch nicht so. Das ist von gestern. Okay. Ist noch drin. Wir haben jetzt auch mal eine weibliche Stimme hier im Let's Play. Das ist auch mal schön. Onkel, wo bist denn du? Ja. Yeah. Mit meinem Auto, ne? Ich bin halt weitergegangen. Weil
schwitze total. So, hat ihn alle auseinandergenommen. Nubi, wo bist du? Ich stehe hier mit meiner Dose und keine Ahnung. Amen. Aber du Klappstuhl. Ah, ich versuche ja die Dose zu zerlegen. Ich habe schon reingebissen, aber das hilft auch nicht. Kannst du nicht in die Dose reinbeißen? Sollst Dreieck natürlich drücken. Natürlich kannst du da rein deißen. Sollst Dreieck drücken und dann Digipad nach unten, also Steuerkreuz. Machen wir morgen. Ja, morgen ist zu spät, morgen sind wir tot. Er hat weder Axt noch sonst irgendwas. Schaffst du es halt mal, die scheiß Axt zu basteln? Das gibt's ja gerade. Der hat ja gerade auch noch Besuch hier, also nee. Haben wir gehört. Ja, das dachte ich mir. So, und Hunger habe ich auch noch. Mein Essen steht hier vor mir und ich laufe nicht so lange. Wo seid ihr denn? Habt ihr denn jetzt noch einen zweiten Stein gefunden? Ob wir einen zweiten Stein? Wieso wir? Das Lustige ist, dass ich jetzt auch wieder einen Stein brauche. Von daher, ich werde dir, glaube ich, nicht einen Stein geben. Wie sollen wir denn den Stein finden, wenn du den doch brauchst? Ich finde gleich bestimmt wieder den nächsten Zombie, der mir irgendwo hinbeißt. Du hast gerade einen Stein gefunden. Alle finden sich Steine außer mir. Ruby, das sollst also du einen Kaktus anbieten. Ich habe einen Stein gefunden. Na, siehst du, was sag ich? Da hinten krabbelt einer. Wo bist du? Da hinten. Zwei. Ja, nee. Ja, vermehren die sich? Bist du denn schon wieder? Da hier hinten. Da oben krabbeln sie. Da oben auf dem Berg. Also krabbeln. Krabbelt halt ein bisschen. Ich bin ja nicht hingegangen. Krabbelt halt ein bisschen, ne? Ich mag keine Viecher, die krabbeln. So, was muss ich machen? Ein Hemd brauche ich, ne? Ein Hemd. Klaus ihm doch einfach. Kann man die Viecher nicht ausziehen? Ich glaube mir ein Hemd. Ich habe jetzt irgendeine Dose gegessen. Handschuhe, normale Schuhe. Also ich glaube zumindest ich Hose und den ganzen Scheiß, ne? Ich habe einen zweiten Stein und nu? Brauche noch Holz. Wo kriegen Holz her? Ich würde sagen vom Baum. Zum Beispiel, oder diese kleinen Gestrüppe, die rumstehen, diese schwarzen. Ja, die haben schon 100-mal geschlagen, da kommt nichts bei raus. Die hier, diese schwarzen Gestrüppe hier, die müsst ihr halten. Ja, ich hau doch. Siehst du nicht, du stehst 3 Kilometer davon entfernt. Hä? Du musst da näher rangehen. Ich stehe doch genau davor. Nee, stehst du nicht. Und jetzt nach unten schlagen, auf den Baum. Oh, Alter. Machst du denn? Ja, zack, Holz hast du. Boah, ey. Ich muss mich da voll rinstellen, dann nach unten gucken und dann noch treffen. Das ist köstlich. Hammer, Hammer. Das Spiel guck ich nochmal. Hammer. Nur für diesen Spaß. Das ist wirklich der Hammer. Wie craftig jetzt? Du drückst Viereck und dann kommst du ins Craft-Menü. Ah ja, da war ja was. Viereck so, fertig. Handschuhe. So, da hast du oben, hast du hier oben Kategorien. Links hast du doch diese ganzen Sachen aufgelistet, die du craften kannst, ne? So nach unten. Und klar, oben hast du Kategorien, da ist oben zum Beispiel Grundlagen, das ist das Lagerfeuer, Haussachen, Gebäude, das ist dieses Haus und siehst du das? Dann Werkzeuge, Klamotten und so ein Zeug. Ach, da muss ich hier auch fertig. Ach du. Okay. Ich habe jetzt schon 2 leere Dosen. Cool. Und wie. Ey, ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet, toll. Ah, jetzt muss ich einen Holzknüppel machen, weil ich irgendwie schon Holz habe. Weiß aber nicht, wo ich sie habe. Und die Steinaxt, wie kriege ich die ins Invent? Einfach nehmen und reinklatschen? Okay, hab's. So, jetzt habe ich 2 Blechdosen und nu? Kannst du sie zerlegen, die 2 Blechdosen? Zerlegen, da geht doch. Mein Gott, ey. Die Steuerung ist ja wirklich, boah. Gewöhnungsbedürftig. Ja, das muss man wirklich sagen. Das ist wirklich scheiße umgesetzt. Weil es halt wirklich vom PC 1:1 einfach umgesetzt wurde. Wenn nicht. Und wie lange haben die dafür gebraucht? Das weiß keiner. Ich schätze mal 3 Tage. Ja, ich weiß auch nicht. Die haben das einfach auch. Ja, und das Gelege vor allem, ja, das und das bei. Ne, bei der Grafik. Ja, die ist jetzt wirklich hoch ansprechend, also anspruchsvoll. Ja, ich hab's ja im vorherigen Part oder vorvorherigen Part schon gesagt. Wenn ich den Baum zerlegt habe, kriege ich das Zeug direkt ins Invent, ne? Ja.
gut. Du musst nicht aufgeben. Das würde, wie gesagt, sogar auf der PS3 so aussehen. Also, das wäre sogar kein Problem. Würde ich mal so ganz frech behaupten. Ja, nee, die PS3 kriegt die Grafik auch hin. Eben. So. Da ist einer und da ist einer. Wer ist denn jetzt wer? Das ist der Snoopy und das ist der Onkel. Ja, ich folge mal dir und du dem Onkel und dann folgt jeder jemand anderen. Oh, schön. Wieder Steine. Die Frage wäre, wem Onkel folgt. Ich folge niemand. Ach, Onkel, brauchst du auch Steine? Nö, ich hab grad. Ja, gefunden, mach kaputt, hau weg. Warte, ich helf auch. Oh, ich mach mit. Zu dritt Snoopy in Steinklopfen. Ja, so geht's am schnellsten. Klack weg. Ha! Kriegt jeder seinen Anteil. Okay, jeder kriegt einen Anteil. Ja, ich hab 5 Eisen gekriegt. Und 17 kleine Steine. Was bringen die keine Steine mehr. Jetzt müssen sie auch Steine haben. Kakteen bringen Fiber. Fiber? Hab ich schon mal gehört. Was war das nochmal? Ich hab ein Vogelnest gefunden. Juppie! Und ich bin Vogel. Nee, was? So. Ja, das sowieso. Ja. Ja, achso, jetzt nichts Neues. Hast du ja gefragt, warum ich denn eine Ente hab? Weil ich du eine Ente ist. Nein, ich hab nicht gesagt, ich hab nicht gefragt, warum du eine Ente hast. Ich hab gefragt, ob du eine Ente hast, weil ich dich ja gesucht habe im PSN. Ja, klar. Ja, ich hab eine Ente. Ja, das weiß ich jetzt auch. Super. Und er ist auch eine. Weißt du, was das ist, aber ich hau mal drauf. Jetzt haben wir einen Donald auch noch mit dir. Ja, klar. Darf ich einen Holzbogen fertigen? Holzbogen. Ja, wir haben es bald wieder Nacht. Der erste Tag schon wieder rum und wir sind noch nicht mal 20 Meter gekommen. Also ich glaube, ich bin immer noch nackig. Kann man sich eigentlich selbst angucken, irgendwie so Spiegel vorher? Ja, dann, nee, kann man leider nicht. Du hast doch schon genug Fasern. Habe ich doch. Und Gras. Bist du gehst wieder, du mal in das Crafting-Menü und gehst mal auf hier. Was Kleidung. Ist das? Was denn? So. Dieses Klimper. Keine Ahnung, ich bin's nicht. Klimper. Bei Kleidung müsstest du eigentlich schon. Ja, schon wieder. Das da. Machen können. Was ist das? Keine Ahnung, ich bin's nicht. Vielleicht sind das hier die Uranburger. Huga, haga, haga. Aua! Oh, ich bin in den Kaktus reingelatscht. So, Grundlagen. Klamotten. Hier, das schon wieder. Ey, hört mal bitte damit auf. Ich glaube, das ist crazy. Das ist crazy, oder? Ja, dieses Klipper. Wackelst du mit dem Bein oder irgendwas? Oh, das kann sein, dass ich ans Ziel gekommen bin. Das kann sein. Alter, du warst mich. Ich hab das aber auch gehört, so ist es nicht. So, ich sitze hier. Aber dann, Snoopy, du brauchst jetzt Pflanzenfaserhandschuhe, Faserhemd, Faserhose, Faserkapuze und Faserschuhe. Und wie zieh ich das an? Baus erstmal. Ich hab ja schon ein Hemd. Du sollst alles machen. Ja, ich bin ja schon dabei. Mein Gott. Alter Mann, ist kein Zug. Weil das ist ja deine nächste Dings. Deine nächste meine Aufgabe. Quest. Steht doch rechts. Stimmt, da steht was. Ja, jetzt müsste eigentlich alles voll sein, theoretisch. Müsste abgehakt sein. So, Faserschuhe und dann brauchen wir Beinschienen? Nein. Brustpanzer haben wir noch nicht. Schade eigentlich. Brauchst du nicht. Du ja, brauchst nur Handschuhe, Hemd, Hose, Kapuze und Schuhe. Und wenn du willst, kannst du noch einen Hut machen. Hut! Ich will einen Hut! Er steht mir gut. Also du musst erstmal die Kapuze anziehen, anstatt den Hut, dass du die Quest löst. Ja, stimmt. Also, wie zieh ich das an? Du gehst 1 weiter. Also mit R1. Dann ja, nimmst du das, Kapuze, Hemd, Hose, Arschgesicht. Ja, und ziehst es halt rüber. Klickst es einmal an und ziehst es da hin, wo es hin soll. Ich hab's einfach aus dem Mannequin gezogen. Das geht nicht, oder? Da hinten ist ein Zombie, der rennt im Kreis. Ich glaube, dann rennst du, ich glaube, dann schmeißt es raus, wenn du es auf dich ziehst. Nee, geht auch. Nee. Auf Mannequin ziehen geht auch. Ja. Okay. Muss man sich so sorgfältig einsortieren. Das ist ja viel einfacher. Siehst du, haben wir wieder was gelernt, Onkel. Tja, hättest du nicht gedacht. Siehst du da hinten den da?
den da hinten? Werden die nachts irgendwie aggressiver oder sowas? Ist jetzt alles an? Also normalerweise rennen die nachts. Nee, aber, oder? Aber wir haben das eigentlich ausgeschaltet. Aber ich muss dazu sagen, gestern sind sie auch gerannt im Part, im letzten Part. Snoopy, kommen Sie mal mit, junger Herr. Ja, jetzt stehe ich allein im Wald. Ich auch. Ey, da rennt er schon. Alter, ich habe Schmerzen. Nee, ich habe hier Schaden gekriegt. Ja, bist wieder ein Kaktus gelatscht. Wie jetzt? Wo? Ja, überall. Das sind Steine. Wo ist denn der Onkel? Irgendwo da hinten. Keine Ahnung, wo der Onkel ist. Onkel Doktor, kommen Sie doch mal her. Ja, ich dachte mir, läufst mal ein bisschen weiter, dass wenigstens die Leute auf meinem Kanal was sehen. Snoopy, wo bist du denn schon wieder? Ja, ich sage Stein. Moment, ich komme ja gleich. Steinhaken, wir sollen jetzt mal zum Onkel, würde ich sagen, dass wir mal zusammenbleiben. Oh Gott, das ist ja noch 50 Mal hacken. Nee, wo bist denn du? Die Sonne geht unter und dann ist sie weg. Ja, gleich kommen die Zombies. Nein, Mami. Wo bist denn jetzt hingerannt? Lauf doch einfach meinen Pfeil hinterher. Oben, wo ist denn dein Kompass? Pfeil? Oben siehst du einen Kompass. Du läufst auf jeden Fall von Crazy weg. Das möchte ich schon mal sagen. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Ich sehe da vorne irgendjemanden. Das dürfte Crazy. Wer ist denn das? Ja, das bin ich. Gleich kommt der hier. Oh, doch kein Crazy. Ach, da leuchtet einer. Hey. Guten Tag. Ja, vorbei. Na, da hinten läuft er auch. Nee, du kommst gerade auf uns zu. Ah, hier, wo es leuchtet. So, liebe Freunde, und kurz vor der Dunkelheit, bevor wir jetzt weiterlaufen, würde ich gerne den Part beenden, denn wir sind schon wieder rum. Ja, hau mich doch einfach mal. Und guck mal, ja, dann mal schauen, wie es hier mit diesen Chaoten noch weitergeht. Es kann nur besser werden. Kommt, warte mal, ich habe jetzt, ich schwimme noch ganz schnell die Zombie da hinten weg, weil jetzt ist Aufnahmepause und da kommt uns immer näher und ich habe keinen Bock dann in der Aufnahmepause. Das ist ein Zombie? Ja, ja. Onkel sieht Sachen, die siehst du nicht. Oh, ein Schlagkopf weg. Der Einbalsamierer, habe ich eine Trophäe bekommen. Sehr schön. Tausender Baum, Alter. Könnte eine Weile dauern. Ja, mach doch. Ja. Na da, kriegst du auch Holz. Kriegen wir wieder Holz. Und sie hacken schon wieder Holz, ja. Ja, klar. Wir sind fleißig. Das brauchen wir doch, wisst ihr doch, wie es ist. Ja. Oh, guck mal, wie schnell das zu dritt geht, Alter. Geil. Wie der Onkel hackt. Ich noch. So jetzt habe ich keine Hacke mehr. Na super, jetzt hau ich mir wieder muss eine neue bauen. Alle muss man neu bauen. So müssen, wir dann auf den Tresoren rumhauen, die es gibt. Patz. Baumfeld. So, liebe Freunde, mit diesem Baum verabschieden wir uns für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und schaut natürlich auch bei Snoopy mal rein und schaut auch bei Crazy rein. Auf jeden Fall alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ciao. Bye.